Hallo, in diesem Video wollen wir eine weitere Methode kennenlernen, wie man einen Kreis mathematisch beschreiben kann. Ja, dazu braucht man zunächst einmal zwei Punkte, die habe ich P1 und P2 genannt. Das sind feste Punkte, die bewegen sich nicht. So, jetzt mache ich zunächst einmal eine Verbindungsgerade und mache jetzt irgendwo auf dieser Verbindungsgeraden einen Punkt. Ja, und dadurch lege ich ein Verhältnis fest. In unserem Beispiel ist das Verhältnis 2:1. Das heißt, die blaue Strecke ist doppelt so lang wie die grüne Strecke. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich suche alle weiteren Punkte, bei denen das Verhältnis auch 2:1 ist. Ja, das kann man sich so vorstellen. Stellt euch vor, dieses blaue hier, das wäre so eine Teleskopstange, die kann man so auseinanderziehen. Ja, und die grüne genauso. Und jetzt mache ich zum Beispiel Folgendes. Ich lasse das mal eben so ein bisschen weiterlaufen. So, die grüne verlängere ich, bis die, sage ich mal, 1 Meter lang ist. Ja, die war vor, weiß ich nicht, 50 Zentimeter. Jetzt ist die 1 Meter lang. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, wir haben Verhältnis 2:1. Das heißt, ich muss die blaue Stange ausziehen auf 2 Meter. Ja, 1 Meter, 2 Meter. Ja, und dadurch ergibt sich ein neuer Punkt. So, jetzt fahre ich mal weiter. Jetzt ziehe ich die weiter aus, sage ich mal, die grüne auf 1,50. Ja, da muss ich die blaue Stange doppelt so lang machen. Wir haben ja festgelegt 2:1. Ja, das ist dann eben 3 Meter. Ne? Grüne 1,50, blaue 3 Meter. Ja, und wenn ich die jetzt aneinander halte, die beiden Stangen, habe ich wieder einen Punkt gefunden. So, und wenn ich das jetzt mit allen Längen mache, das heißt die grüne immer länger mache und die blaue immer anpasse, dann ergibt sich jedes Mal ein neuer Punkt. Ich lasse das mal so durchlaufen. Und wenn man diese ganzen Punkte verbindet, dann hat man so einen Kreis. Ja, und das ist der Kreis des Apollonios. Das ist ein Grieche, der lebte zwischen dem 3. und 2. Jahrhundert vor Christus. Ja, also das zeigt die Animation. Ich fasse nochmal zusammen. Man kann also einen Kreis festlegen durch zwei Punkte, ne, P1 und P2, die sind feste, und durch ein Verhältnis. Ne, das Verhältnis von blauer und grüner Gerade. Ne, wenn das so Teleskopstangen sind, kann man sagen, das Verhältnis von blauer und grüner Teleskopstange. Gut, jetzt möchte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Dazu müssen wir diesen Graphen mal eben anhalten. Ich warte bloß, bis er die richtige Stelle erreicht hat. Das ist jetzt. So, und jetzt blende ich eine weitere Linie ein. Wenn das funktioniert, ja, das hat funktioniert. Und zwar diese gestrichelte Linie, die ihr hier seht. Das ist die Verbindungslinie zwischen P1 und P2, also zwischen den zwei Punkten, von denen wir ausgegangen sind. So, und diese gestrichelte Linie, die hat einige Eigenschaften. Zunächst einmal, wenn man diese Linie verlängert, dann geht sie durch den Mittelpunkt des Kreises. Die zweite Eigenschaft ist, diese gestrichelte Verbindungslinie, die schneidet den Kreis im rechten Winkel. Ja, also hier haben wir einen rechten Winkel, ja, zwischen der Linie und dem Kreis. Ja, und das Dritte, was ich noch anmerken wollte, war Folgendes. Diese beiden Punkte werden auch inverse Punkte genannt. Ja, und dieser Kreis, den nennt man Inversionskreis. Ja, gut, was eine Inversion ist, haben wir schon in einem anderen Video durchgenommen. Da müsst ihr dann eben mal nachgucken. Gut, jetzt lasse ich das erstmal wieder weiterlaufen und jetzt wollen wir mal besprechen, wie es weitergeht. Und zwar wollen wir das ja auch jetzt mathematisch beschreiben. So, ich habe also jetzt das Bild hier angehalten und auf der rechten Seite werden wir das Ganze jetzt in Formeln packen. Und zwar gucken wir uns mal an, der Abstand von P1 nach diesem roten Punkt hier, der jetzt immer hier rumgelaufen ist, den nennen wir mal Z. Ne, dieser blaue Abstand hier, wie rechnet man den aus? Ja, da zieht man die beiden Punkte einfach voneinander ab. Das heißt, entweder die Ortsvektoren oder, wenn man in der komplexen Zahlenebene ist, die komplexen Zahlen.
Ja, man rechnet also P1 minus den roten Punkt, ja, oder umgekehrt roter Punkt minus P1, das ist egal, und zieht dann den Betrag. Ja, das habe ich hier hingeschrieben. Also Z, das ist der rote Punkt, minus P1, ja, die beiden Punkte voneinander abziehen und dann den Betrag, dann hat man hier diesen Abstand. Ja, das haben wir in den Grundlagen gelernt. So, dann haben wir gesagt, dieser Abstand ist zweimal so groß, ja, deshalb steht hier zweimal wie der andere Abstand. Ja, den anderen Abstand hier, den grünen, berechne ich wieder, indem ich einfach die Punkte abziehe, ja, roter Punkt minus P2, ja, Z minus P2 und dann den Betrag ziehe. Ja, das ist hier die Formel für den Kreis in unserem Beispiel, und im Allgemeinen bezeichnet man die Punkte P1 und P2 dann als Alpha und Beta. Ja, das sind dann komplexe Zahlen, und diese Zahl 2, das ist eine Zahl, die nennt man normalerweise K, und K muss größer 0 sein. Ja, ist ja auch logisch. Auf der linken Seite, da kann ja nichts Negatives stehen. Beträge sind niemals negativ. Und wenn ich ein negatives K hätte, dann steht da was nicht Negatives gleich was Negatives. Ja, kann ja nicht sein. Also müssen wir annehmen, K größer 0. So, und dann müssen wir noch einen Sonderfall betrachten. Wenn dieses K hier gleich 1 ist, das habe ich hier drunter geschrieben, na, dann heißt die Gleichung ja einfach nur Betrag Z minus Alpha gleich Betrag Z minus Beta. Ja, das K fällt ja dann weg, wenn das 1 ist. Und den Fall haben wir im vorigen Video durchgenommen. Das war dann einfach eine Gerade. Ja? Gut, dann haben wir hier alles zusammen. Das war also der Kreis von Apollonius, und zwar so aufbereitet für den Kurs Möbius-Transformation. Ja, in diesem Sinne auf Wiedersehen.